2-0 haben wir gewonnen. Gegen Crystal Palace. Leicester hat 1-3 verloren gegen Arsenal. Man U City hat schon wieder gewonnen. Ich glaube, die Torbilanz müsste bei uns beiden jetzt gleich sein, von City und uns. Kevin? Gar nicht da? Keine Lust, Kevin? Oh, Kevin. Ich frage mich, ob man mit den Einnahmen irgendwas machen kann oder so. Oder mit dem Transferwert, ob man irgendwann den Verein so wechseln kann. Sprich, so freiwillig sagen, ja, okay, ich möchte da und dahin. Ob man zum Beispiel irgendwann mal wechseln könnte in die Bundesliga oder so, zweite Bundesliga, sowas halt, ne? Würde mich echt mal interessieren. Attribute haben wir keine. Ben, 2-0 gegen Crystal Palace. Mr. Alexander hat das richtig gut gemacht. Hashtag Kois, ja, THFC, Tottenham FC. Das Beste am heutigen Spiel war das Tor von Mr. Alexander, der Nachwuchs macht das schon. Mach aus seiner Spielzeit zauberhaft gemacht. Wir haben noch eine Erwähnung irgendwo und wir wissen nicht wo. Okay, das weiß wer geflogen. Er war so kurz so drüber gewascht. Es läuft gut, Dad. Es gab ein paar Einwechslungen mehr, als ich dachte. Meinst du, du kannst kommen und zusehen? Weißt du eigentlich, was so ein Flug nach England kostet, Alex? Ja, aber weißt du, ich verdiene doch ganz gut. Nicht überragend, aber vielleicht kann ich dir aushelfen. Hey, Alex, hier ist gerade Hektik. Ich muss los. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Das kann schneller vorbei sein, als du denkst. Dad, warte, warte. Mach's gut. Oh, ist das mies. Anmachen! Los, anmachen, anmachen! Leute, was soll denn das jetzt werden? Und mit einem solchen Weltklasse-Mann im Team werden wir uns gegenüber der letzten Saison deutlich verbessern. Ein neues Team, wie fühlen Sie sich? Sí, creo que es una oportunidad nueva en mi vida. Ojalá que las cosas me salgan bien. Estoy preparado. Jetzt weiß ich es. Er hat heute Morgen unterschrieben. Noch ein Stürmer? Er soll im nächsten Spiel der Stürmer überhaupt sein. Wer sagt das? Und woher wollen Sie das wissen? Ich habe unterwegs ein paar Leute angerufen. Nicht falsch verstehen, sind bestimmt nur blöde Gerüchte. Los, spucken Sie es aus, Michael. Sieht aus, als soll Gareth in seinem Rücken spielen. Was? Er passt besser ins Konzept, sagen Sie. Versprechende Talente wie Gareth Walker geholt zu haben. Von daher sind wir mit dem jetzigen Team glücklich, aber man soll ja nie, nie sagen. Oh, ist das mies. Da ist der Mr. Alexander. Das kann ich aussprechen. Angel Di Maria, dein Anwesen erleichtert mir die Arbeit. Wahnsinn, dass ich mit ordentlich leite. Unser Spielzeit nicht drunter, Mr. Alexander. Ey, du weißt ganz genau, was du spielen darfst, Fräulein. Ey, ich hasse ihn. Du hast Angel Di Maria und tolle Youngsters wie. Das wird eine klasse Song. Es irgendwie tun alle so, als ob keiner weiß, dass wir jetzt gehen, ne? Kein einziger. Ja, bis gleich. Que tengas un buen entrenamiento. Mein Name? Willkommen im Verein, klar, Mann. Willkommen im Club, Mann. Eres Alex, cierto? Alexander? Hallo. Irgendwie verstanden Alexander. Nicht Alexander. Schluss mit ihm. Was für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. Wir kümmern uns um die Zweikämpfe. In dieser Liga ist Timing das Wichtigste. Ich will Härte und Präzision sehen. Yes. Ist das immer schnell? Gucken. Was kann ich... Wow! Okay. Das war vielleicht jetzt nicht ganz so geil. Oh mein Gott, das ist weit runtergegangen. Okay, das nächste machen wir doch wieder. Oha. Ist ja nett, aber das ist eine entscheidende Saison. Was reicht jetzt mit Mr. Alexander? Okay. Spurs, Kois. Was ist denn mit dir los, Patrick? Ja,
Mann, ey. Warum ist alles so mad? Sie haben das Exempt wird irgendwann mal ins Star, aber es ist noch zufrieden, regelmäßig am Anfang anzubringen. Irgendwo hat er recht. Aber was, Patrick, warum immer alles übertreiben müssen? Valerie Sellery ist auch wieder dabei. Dann hier jetzt Patrick, dann war vorhin noch so ein Typ dabei. Wenn wir die irgendwann mal sehen, ne? Einfach mitten so reinböllern. Ach man. Walker spielt schon wieder von Anfang an. Versteh's nicht. Wieso immer er? Wieso? Wir sind doch auch nicht schlecht. Ziele ein Tor, bau den Vorsprung aus. Irgendwann ist Walker runtergekommen, das haben wir gesehen. Aber wir können mit Angel Di Maria spielen, das ist echt eine Ehre. Da ist er. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht, das war auch mein Eindruck vom Spiel. Schöner Pass, direkt hier lang, genau. Schöner Pass in Spitze. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Den habe ich drin gesehen, den habe ich sowas von drin gesehen. Ah, Mist. Wir sind zentral offensives Mittelfeld, okay. Oh, schlechtes Timing, ja. Wir brauchen ein Tor. Das ist die Traineranforderung. Wir müssen Trainer jetzt was beweisen, um im Team zu bleiben. Boah, der kam mit Schmackes an der Ball. Jetzt vielleicht mal Alexander. Komm. Und er geht an ihm vorbei. Die Flagge kommt gut rein. Ach, schöne Idee. Aber wieso läuft denn keiner mit? Wieso läuft hier keiner mit, ey, ganz ehrlich? Mason. Hier oben? Ganz einfach an den Ball gekommen. Ah, Mann. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ich hasse die Stadien unten nicht, siehst. Das war so bedrückend, sag ich mal. Ganz komisch. Walker. Schönes Ding. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Da geht er dazwischen. Komm, Stepp, ist hinten. Oh Mann. Gute Idee, dieser Ball. Fairer Einsatz hier. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Eine Auswechslung bei Schönes den Gastgebern steht an. Jetzt Alexander. Ah, wir haben uns festfahren, oder? Wir haben uns festfahren. Elfmeter. Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Schön. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Können wir nicht machen? Ach Mann. Da ist er drin. Schön. Angel Di Maria. Hallo, hoppen Sie da auf Ihren Knien, ist klar. Ist klar. Ich bin schon, was wir nicht schießen durften. Das ist schlechtes Timing. Ich würde trotzdem auch gerne ein Tor machen. Das war unsere Herausforderung, glaube ich, mit Jo. Kommen Sie jetzt vielleicht durch. Ein gelungener Pass. Ganz souverän hier vom Torhüter. So, wir stehen hier. Na komm. Komm. Das könnte gefährlich werden. Spielt den Ball in den freien Raum. Ich würde sagen, wir haben 11 Meter für die und wir voll am Arsch. Mason. War am Arsch aber nicht, aber wäre ich so schön gewesen, ne? Ich stehe unten. Ist doch vielleicht nicht ganz so gut, die Passansage. Schönes Timing. Und ja, schöner Pass, mega schöner Pass. Ja! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Stand im Weg des Spielers. Ob er sonst reingegangen wäre, ist die Frage.
Oh nein, oh nein, nein, nein. Knappes Ding hier. Oh, es war knapp, das war echt knapp. Ehrlich, dafür sind sie doch zu deutlich hin. Kriegen wir den Ball, kriegen wir. Guck mal auf uns, ne, guck mal auf uns. Der Gegenspieler hätte uns mal gefallen tun können und uns ausrennen können. Oh, schön, pass. Schönes Ding. Schönes Ding. Richtig schönes Ding. Ah, abseits. Scheiß hier. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter. Und es hätte sein können, dass es nach vorne passt, weil direkt natürlich ihr habt. Weil direkt ins Tor schießen können, aber irgendwie wurde leider nichts raus. Eriksen jetzt am Ball. Oben, genau. Pass, auch schön. Oh, pass hier. Den spielt er steil. Er zieht ab. Ah, Mist. Schlechter Versuch, was ist? Eine gute Gelegenheit. Was ist denn sein Problem? Hier vorne, 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 vorne. Schönes Ding. Flanke kommt, wird das eine Chance. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Bitte, 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 steh mal frei. Gut verteidigt hier. Ah, Mist, schon vor. Mori. Richtig sank, ganz so geil. Reguläre Spielzeit ist vorbei, 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Er steht gut und hat den Ball. Oh, ich habe Angst, wenn die bei Ritten passen, dass sie irgendwie einen Fehler machen oder so. Die Flagge kommt gut rein. Gut aufgepasst in der Abwehr. Easy. Das hätte gefährlich werden können. Easy. Easy. Dass jetzt auch der Torhüter mit vorne reingeht. Wir sind übelst die Zombie-Armee. Wie von Apecam Song Zombie. Vor allem die Aktion von Apecam, um kurz drauf zu sprechen zu kommen. Die Promo-Phase, na, ich weiß nicht. Ob die jetzt ganz so clever. Oh Mist. Was ist denn das? Ob die ganz so clever gelöst war? Ich glaube, ich nenne die vorher mal Apecam Zombie. Obwohl, ne, oh, das ist Zombie einfach nur. Wir sind weiß, Zombie-Armee. Okay, ist Zombie. Dembele. Und das ist der Schlusspfiff. Es bleibt. Aber ich würde mich mal interessieren, ob wir es geschafft haben. Die Herausforderung. Was heißt Herausforderung? Die Challenge. Gucken wir mal. Leistung. Ah. 8,0. Bau den Tor. Ach, wir sollten ein Tor erzielen. Oh, Mist. Ach man, das gibt's doch nicht. Schöner Mitspieler, freier Namensspiel, schöne Zweikampfarbeit, so wie ich das sehe. Zweikämpfe. Wie? Schöne Zweikampfarbeit, so wie ich das sehe, aber der Zweikampf ist effektiv, muss daran arbeiten. Was ist denn dein Problem? Wir City gespielt, wo ist City? Man City. Bin ich blind? Aber ich spiele das noch, Schweine. Ich spiele das noch, ja. Startelf Bonus, Torschützenbonus, auch kein. Ah, Mano. Transferwert ist gestiegen. Auch wieder gestiegen. Follower auch wieder zu. Okay. Alles soweit gestiegen, finden wir gut. Ich sehe, wie hoch es gegangen ist. Wir haben noch einen Skillpunkt, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir sparen die mal ein bisschen, weil ich würde gerne das hier noch hochmachen. Ein bisschen. Kannst du auch hochmachen? Ne, kannst du hochmachen, schade. Gehen wir weiter. So, guck mal, was die Neuigkeit noch an. Tottenham holt ein 2-0-Sieg, fangen gute Woche an. Dieser Mr. Alexander sollten wir im Auge behalten. Ich glaube, der kann was. Ach, jetzt auf einmal so. Jetzt auf einmal so. Aber okay, Freunde. Die aufgehende Sonne. Jetzt gesagt, das war's dann erstmal mit unserer FIFA 17 The Journey Aktion und wir sehen uns
nächstes Mal weiter. Von daher wünsche ich dir noch einen schönen angenehmen Tag und hab Spaß. Mach was draus. Wiederschauen. Reingehauen.